Herzlichst willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XIV Heavensward. Diesmal in der Instanz so mal und wieder mit dabei die persönliche Heilermieze Aya. Hallo. Und der Taranir. Ich glaube, den hat man auch schon hin und wieder mal gehört. Nein, aber trotzdem hallo. Oh, echt nicht? Nee. Krass. Hauptsächlich gesponsert aus der Gruppe Prot und einer Person, die wir hier noch nicht kennen. Wer bist du? Du kleines Wesen. Erdmännchen. Random. Also einen Random haben wir dabei. Und legen wir mal los. Für mich ist hier Sum'al so etwas wie Goldklamm 2.0. Wobei ich sie immer noch angenehmer finde als Goldklamm. Ich habe wieder nie hier übrigens sterben lassen. Warum? Also zu viel gepult hat. Oh, wir laufen einfach bis zum Rand durch. Dann ist sie gestorben. Und man sollte hier als allererstes dieses Blümchen machen. Weil durch dieses Blümchen kommen nämlich die ganze Zeit diese Pollensäcke. Und die Pollensäcke machen genau das, was gerade eben passiert ist. Sie vergiften einen. Und das finden die Heiler meistens nicht so schön. Nein. Darum renne ich jetzt ganz provokant in die Pollensäckchen rein. Nein, natürlich nicht. Das nette Fauchen, das sind diese kleinen Kätzchen, die wir schon aus dem Ablablabla Wolkenmeer kennen. Stimmt, hier gibt es glaube ich auch das Kätzchen gedroppt, ne? Yep. Die kleinen süßen Flatter-Flederkätzchen gibt es hier als Random Drop. Finde ich auch voll cool. Einmal hin, einmal zurück, einmal hin, einmal zurück. Nebenbei, eigentlich war das echt ziemlich blöd, dass ich das gemacht habe. Fällt mir gerade ein, weil die Aya ist nämlich diesmal nicht als Weißmagier dabei, sondern als Astro. Habe ich nicht gerade gesagt, ich habe hier Miri sterben lassen? Das war auch als Astro. Ja, ich habe gar nicht mehr daran gedacht, vorhin noch so, nimm doch den Astro. Ich bin mega überfordert mit dem Astro. Du schaffst das genau schon, du schaffst aber das schon. Trotzdem hat er nicht die Werte wie mein White Mage. Ich bin halt einfach so an andere Heals gewöhnt. Wie schön ich auch der Einzige bin, der hier überhaupt in die Stufe richtig reinpasst. Alle anderen sind runtergesetzt. Oh, das ist so fies, wenn diese Katzen sterben. Entschuldigung, kampfunfähig werden. Wir sind nicht bei Pokémon. Ja, aber... Ne, hier gibt's auch Tote. Auch bei Final Fantasy wird man nur kampfunfähig und nicht getötet. Deswegen konnte zum Beispiel Aeris im siebten Teil auch sterben, weil sie wurde getötet. Ansonsten kann man alle mit einer Phönixfeder aufwecken. Ich hab sogar noch irgendwo eine am Gräfen oder so. Ich hab auch eine. Ich versuche die immer noch für ein oder zwei Millionen Optionshaus loszuwerden. Dieses Ding ist einfach der unnötigste Kram hier. Den haben sie reingepackt, damit es Phönixfedern gibt. Aber... Als in jedem Final Fantasy Phönixfedern gibt. Genau. Aber wirklich einen Nutzen haben die Dinger einfach überhaupt nicht. Arani, willst du eigentlich Speer oder willst du Pfeil? Pfeil. Und Waage. Hä? Hoppla. Geht mir jetzt ab. Waage? Ja, das, was du mir gerade gegeben hast? Ach, das, ja, ich weiß. Ich muss gleich erstmal kurz einen kleinen Aufnahmestopp machen. Leid ist mir gut. Ich muss mich mal eben kurz was überprüfen. Weil ich gerade eben ganz, ganz komische Schwankungen in der FPS habe. Aber so richtig komisch. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass die gestrige Aufnahmesession von Space Engineers das gesamte, meinen gesamten Speicherplatz belegt hat.
heißt, ich müsste mir mal wieder 300 GB Platz suchen. 100 GB, das ist so mega viel. Das ist gerade mal nicht mal ein Zehntel meiner Festplatte. Trotzdem. Dann halt für alle. Weil ich habe so das Gefühl, dass er gerade eben echt den letzten Stauraum aus der Festplatte rauskitzelt. Darum werde ich jetzt hier nicht weiterlaufen. Und erstmal kurz cutten. Bin ich auch wieder zurück. Weiter geht's. Probieren wir es wieder. Diesmal, hey, sieht ganz gut aus. 60 FPS, FTW, los geht's. Ratet mal, wer gleich vergiftet ist. Taranja? Richtig. Nein, ich dachte eigentlich, dass ich das bin, weil ich so nah an einer der Knollen vorbeigelaufen bin. So, ich weiß zwar immer noch nicht, woran das wo genau das Problem lag. Aber ich denke mal, das wird sich jetzt erübrigt haben. Ich habe ein bisschen die Festplatte aufgeräumt, noch nebenbei. Und Programme, die ich gerade nicht nutze, geschlossen. Sowas wie Office. Und jeder, der OpenOffice kennt, weiß, wie fehlerbehaftet dieses olle Programm ist. Ich verfluche es in letzter Zeit, dass ich es fast täglich nutzen muss. Nur weil ich gerade keine vernünftige Office-Version zur Verfügung habe. Aber ich möchte auch nicht jedes Jahr oder alle 2 bis 5 Jahre Microsoft wieder Geld in den Rachen stecken. Nur weil die Uni sich sagt, okay, Visual Studio Ultimate ist absolut notwendig für unsere Studenten, aber kein vernünftiges Office-Programm. Sind wir gleich durch? Nein. Leider nicht. No. Sagt der MDD, er soll Schaden machen. Hey, die macht Schaden. Ich meine auch hey. Den anderen. Ja, Taranir kann da nichts für, weil Taranir ist Maschi und ist halt eben Maschi, ne? Hey. So wie Baden keinen Schaden machen. Ne? Lass das mal Ewe Kniebel hören. Das war Absicht. Ich hoffe, dass er wieder Aufnahme hört. Wow. Okay. Bei diesem Boss gibt es gar nicht so viel zu beachten. Ja, außer AOEs ausweichen, Wespen töten, wenn dann Wespen kommen. Die kommen dann so vom Rand. Ansonsten vergiftet der und das war's dann eigentlich auch schon. Und los geht's. Die Wespen sind insofern nur relevant, weil er dann irgendeinen Stack bekommt. Ich glaube, Schadensplus oder so. Oh Mann, oh. Irgendwie sowas. Ich glaube, er stand auch zwischenzeitlich. Ich glaube, bei seiner großen AOE, da muss man ein bisschen aufpassen. Nee, das ist ein gelbes Mark, was man abbekommt, dann zieht er einen ran. Aber das ist so, da läuft es halt wieder weg. Stimmt, genau. Dann zieht er einen ran und dann kommt die große AOE, ne? Mhm. So rum war das. Hab's gestern das gemacht. Sonst wusste ich hier gar nichts mit dem Boss. So, da kommen die Besten. Lilly Kuh hat das Mark, wird rangezogen und da kommt die AOE, von der ich erzählt habe. Und da kommt eine Wespe durch. Ja, mittlerweile werden die Wespen aber auch größtenteils ignoriert. Weil der Schaden so gegenheilbar ist. Deswegen will ich auch den... Oh, jetzt werde ich dran gezogen. Deswegen werde ich jetzt dem Heiler auch ein bisschen mehr Arbeit gönnen. Ach, du bist das Schwert ein. Ja, du bist ziemlich. Du warst gerade eben außer Reichweite. Nur von Lilly. Na super. Nur von. Super, da ist mal wieder das Telefon leer gegangen.
glaube, es wird immer mehr vom Schaden. Ja. Möglich ist alles. Ich muss gleich nochmal einen Cut machen. Ja. Selten so viele Cuts gehabt. Im Hintergrund klingelt das Telefon. Vermutlich. Hört man das eigentlich noch? Hört man das eigentlich? Das weiß ich nicht. Das ist jetzt gerade das im Wohnzimmer. Also das jetzt hört man gerade nicht. Naja, das Mikro ist aber im TS anders eingestellt als bei den Aufnahmen. Bei den Aufnahmen hört man zum Beispiel auch Aya, wenn sie flüstert. Oh Gott. Das merkt man aber nicht immer, einfach deswegen, weil die Ingame-Musik immer noch laut genug ist und sie schon übertönt. Werd halt einfach übertönt. So. Und nochmal ein kleiner Cut. Kleinen Moment. Weiter geht's. Erstmal wieder ein Schild ein. Ach, hier kommt man durch. Nichts Interessantes an Loot für mich. Ah ja, guck du, als ob es das erste Mal hier ist. Nee, oft war ich nicht hier. Also, ich versuche auch, diese Instanz so gut es geht zu meiden. Sie ist nicht die schlimmste Instanz, weil an Goldklamm kommt immer noch nichts ran. Aber sie ist auch nicht gerade eine meiner Lieblingsinstanzen. Ich warte immer noch auf Goldklamm schwer. Och nee. Oh ja. Also, nee. Kommt vielleicht mit dem nächsten Patch. Ach ja, Mist, der kommt ja gleich runter, ne? Erstmal schön die Feuerflächen ablegen. Mach ich doch. Schön zwar nicht. Aber abgelegt. Meistens lässt man sie einfach hier auf der Treppe so, naja, Treppe, was auch immer. Sieht doch schön aus. Also mir gefällt. Ja. Mehr Wispeln. Nachher irgendwen finden, der mir irgendwelche Projektionsprismen besorgt. In der Hose kann ich nicht rumlaufen. Schlimm. Nerv. Ich sagte Nerv. Ich finde das hier gerade ungemein witzig. AOE ausweichen. AOE ausweichen. Noch eine AOE ausweichen. Yay, yeah, ganz viele AOEs. Warum müssen Drachen immer AOEs machen? Ein ungeschriebenes Gesetz unter Drachen. Das ist so das, was wir mal bei der Einstellung raushauen. Bitte unterzeichnen Sie hier, dass wir mindestens alle 30 Sekunden eine AOE machen. Ich überlege gerade, wer der nächste Boss war. Und zwar nicht der, der durch die Gegend hüpft, ne? Das nicht. Doch, das ist der, der durch die Gegend hüpft, mit den Schleimen. Ja? Okay. Der letzte ist der große Drache, wo man die Flügel kaputt machen muss. Ja, der ist witzig. Genau, bei dem hat jemand verstanden, dass ich Midas gefragt hätte gestern. Ja, irgendwie an irgendwelche Bosserklärungen zu Midas zu gehen. So, Moment mal, ich bin hier in so einem All, da ist nichts Midas. Tschüss, Drachi. Von da kommen wir, ne? Und wo kommen wir jetzt? Müssen wir hier hoch? Von unten. Das ist schon richtig. Okay. Waffen. Jetzt. So, was haben wir denn hier Schönes? Konstitution und Entschlossenheit und kritische Trefferwertung. Yippie! Endlich mal Kram für mich. Lohnt sich das denn überhaupt? Mal hier. Genau, das wollte ich. Ja, das lohnt sich definitiv.
gleich den neuen Ring anlegen. Uiuiui. Endlich mal wieder was Neues. Modebewusster Tank. Na komm, du hast doch deine Ohrringe aufgemacht, Freunde, schnell. Ja, damit sie aus sind. Ja. Hättest du so sexy Ohrringe wie ich? Ohrringe des Königs oder was? Ja. Oder des Kaisers? Genau. Mhm. Unsichtbar. Des Kaisers neue Ohrringe. Ich finde das auch so geil, dass es so ein ganzes Set gibt, womit man dann quasi gewisse Körperpartien einfach abschalten kann. Mittlerweile eigentlich fast alle. Was denn nicht? Gibt ja, die Waffe, außer beim Monk, der kann das auch. Hm. Beim Paladin würde es halt doof aussehen, wenn er ohne Schwert zuschlägt. Wieso? Ja. Ich würde das Weil das wahrscheinlich so gedacht wurde. Ich kann es dir nicht sagen, ich stecke da nicht drin. Nur bei einem Faustkämpfer, der wirklich nur mit der Faust kämpft, macht es halt noch Sinn. Blöder Drache. So, erstmal eine kleine Auszeit für dich. Kann eigentlich jemand die Faust kämpfen? Ach, egal. Die explodieren eh von alleine. Nee, Faustkämpfer-Quest. Gibt da jemanden, der die ganze Zeit jammert, dass er die nicht hinkriegt? Weil Gier zu schlecht oder einfach... Keine Ahnung. Dass es halt nicht kann. Ja. Ach, ja, ich erinnere mich. Und deswegen will sie nicht mehr Final Fantasy spielen. Also muss man ihr jetzt helfen, dass wir diese blöde Quest durchkriegen und spielt sie wieder mit uns. Also ich hab daran? Den 60. Ich hab die alle geschafft. Das sollte nicht das Problem sein. Ja, dann holt man ihr einfach ein bisschen Gier. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja, auch gesagt. Aber Mimimi. Weißt du? Naja, erst jammern und dann machen. Funktioniert immer so. Nee, würfelt doch mal. Ich bin heiß auf die Ringe. Mhm. Yippie! Ach, es war Taranir. Ich hab's nicht gesehen, tut mir leid. Aber jetzt bin ich gepult. So eine Lampe flackert, Schatz. Was flackert hier? Hier flackert nichts. Ich ziehe verdammt nochmal nur Krug. Und vielleicht kannst du nichts anderes ziehen. Warum nicht? Keine Ahnung. Computer sagt nein. So, einmal Waage, 10-mal Krug. Dann eine Eiche. Nochmal 5-mal das TP-Ding, was man nicht braucht. Dann kommt vielleicht nochmal wieder was. Sag das nicht, das brauchst du bloß in dieser Gruppe nicht. Ischgarder Ordensring. Genau, den tausche ich aus. Weil Stärke ist ja jetzt im Falle auch ziemlich uninteressant geworden. Klock. Weil durch den letzten Patch gibt es Angriff-Bonus auf Konsti für die Tankklassen. So, dieser Beutel ist auch ganz einfach erklärt. Rotes Mark zusammen, blaues Mark auseinanderlaufen oder zumindest nicht am blauen Mark stehen. Die Blubber-Ads töten, das große zumindest zuerst. Und das war es eigentlich auch schon. Von daher, YOLO! Bam! Wir wollen LB auf. Tja, hätten wir jetzt einen Faustkämpfer dabei. Oder einen Mii. Ich hab gefragt, als was ich mitkommen soll. Ja, ich weiß. Aber ich dachte da, vielleicht möchtest du ja Erfahrungspunkte haben. Ja, deshalb habe ich den auch genommen. Und Bonuspunkte und so, bei First-Timer. Die First-Timer. Ich? Ja, klar. So, da sind die Slimes. Die kleinen Slimes können ignoriert werden, das große sollte geklettert werden. An den Slimes erkennt man auch, welche Farbe als nächstes kommt. Jetzt kommt zum Beispiel als erstes Rot auf Taranir, zusammenstehen, damit der Schaden aus
Na, aufgeteilt wird. Bums. Jetzt kommt Blau. Verteilt stehen auf Taranir. Er mag dich. Hehe. Vor allem jetzt, wo du gerade so. Waage haltest, ne? Rot wieder zusammen, diesmal auf Aya. Bams. Warum? Und das war's. Das macht er beim nächsten auch nochmal, nur da muss halt eben, wie gesagt, das große Viech zuerst, der große Block zuerst geprügelt werden. Ach schade, ich habe jetzt überlegt, ob ich ihn jetzt die ganze Zeit im Kreis drehe. Aber wir haben ja immer noch keinen Nahkämpfer dabei. So, und da ist der große Block. Bitte P. Nein? Okay. So, was kommt? Rot, ne? Taranir? Jupp. Nicht weglaufen. Blau. Weg, 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 weg. Und da hinten haben wir noch einmal rot. Wieder auf Aya. Und blau. Ja, auf mir. Dich mag er auch. Mhm. Wie verkrampft unser Black Mage noch versucht, die kleinen Ads platt zu machen. Wobei es einfacher ist, zusammenzustehen, weil er sowieso erstmal die ganze Zeit durch die Gegend hüpft. Ich glaube, der Black Mage kommt da nicht raus. Nope. Ausgezeichnet. Oh, mein Griff hat schon abgeschlossen. Hast du eigentlich auch Art deine Gehilfen mit Duftern? Meine was? Die Gehilfen leveln. Ja, natürlich. Ich glaube, ich habe mit Duften und ich habe ich. Doch, habe ich. Habe ich. Ja, Ohrringe, Konsti und so Gedöns. Her damit. Bitte würfelt jetzt. Also diesmal habe ich. Supi. Verdammt. So, Ohrringe können auch gleich angelegt werden. Ja. Ich werde verrückt. Ich krieg hier richtig Zeugs zugeschmissen. Toll. Oder übermütig. Übelkram. Jetzt kann ich richtig tanken. Die rennen jetzt bis zum Boss durch. Bitte darum. Ich glaube, dann wird unser Heiler im Karree springen und rummeckern und rumheulen. Er werft dich dann einfach mit meinem Headset oder so. Dann muss Aya beim nächsten Mal als DD mitkommen und dann heile ich. Auch eine Idee. Ich komme einfach als White Mage mit. Das ist mir langweilig. Na, das dauert zu lang. Hä? Nee, ich sag nur, wie war denn das? Ach, gestern hier Random X mit Gelehrten und Weißmagier. Obwohl, wir haben es in einer halben Stunde geschafft. Das war eigentlich ziemlich gut. Von der Aktion habe ich schon gesagt. Aber ich bin mal wieder dafür, dass wir versuchen, mit 4 Black Mages durch die Gegend zu laufen. So ein schönes ja, ganz 50 so. Ini. Aber ganz, ja gut, da geht das noch. Haben wir nicht Hauke fast geschafft? Hauke? Ja, wir sind bis zum letzten Boss gekommen. Dein Buffoot läuft gleich aus. Tatsache, sollte man wieder eine Zitrone schlucken. Baden für alle.
Das kommt davon. Nur wegen diesen 2 Eulen Pausen, die ich dazwischen machen musste. Überziehst du oder was? Mhm. Überziehst du oder was? Nein, das nicht. Ach so, ich meine, wegen dem Buffen. Das Überziehen, das ist bei Instanzen egal. Die werden eher als ein Part hochgeladen. Hm. Oh, jetzt kriegst du Ärger. Weiß nicht mehr, worum es geht. Ich laufe dann nach oben. Ah ne, Blödsinn. Die anderen kommen ja auch von alleine, ne? Ich lasse das Ding einfach hier unten. I'm a little bit confused. But I think it's all right. Sind so sicher gleich durch, ne? Was kommt denn jetzt noch? Jetzt kommt noch der Freund hier. Die Trash-Gruppe hier. Ja, das ist doch die letzte Gruppe hier. Ja, genau. Der Versicherungsdrache. Stimmt. Der Ergo-Versicherungsdrache. Ich zieh ihn mal ein bisschen ran, raus. Schön ist, dass wir echt nur Range-DBs haben gerade. Ich muss mich nicht darum kümmern, wo ich stehe, kann durch die Gegend rollen, wie ich lustig bin. Aber nicht durchs Zimmer. Warum nicht? Ich wollte schon immer mal ein Dach im Zimmer haben. Hm. Ja, hat der Aggro. Ach, wo kommt denn der Drache her? Der kommt dann noch. Echt? Ich hab kam nur drei. So, erstmal den Ergo direkt Drachen. Ja, dieses Video ist gesponsert von Produktplatzierung. Das muss man doch ständig sagen, ne? Hm? Ja, das muss man immer sagen. Ich mache neuerdings sogar Werbung für Versicherungen. Zusammen mit diesem Drachen hier. Hm. Oh, ich hoffe, dass da was Tolles in der Kiste drin ist, die jetzt kommt. Irgendwas Brauchbares wäre schön. Ich sage naturreine Prismen voraus. Stimmt. Eine Kiste muss ja immer Trash beinhalten. Sind da nicht zwei Kisten? Ja. Mhm. Trotzdem muss eine davon Trash beinhalten. Ne. Nur Gegenstände? Oh toll, ernsthaft. Farbstoff. Was haben wir denn hier? Geschick, Prezi, Entschlossenheit, weg. Ach Mensch, den Stab könnte ich gebrauchen für meinen nicht vorhandenen Weißmagier. Ne, ich habe ja eigentlich einen Weißmagier. Gut, stellen wir euch vor. Tiamat. Hey, Tioman. Ach, Tioman? Wer war Tiamat? Sollst du den Stab jetzt haben oder nicht? Nein. Okay. Ich brauche so etwas nicht. Joa, insgesamt nichts Besonderes zu sagen, bis auf raus aus den AOEs, große AOEs am besten am Rand ablegen. Das sind solche, die machen Schaden, je nachdem wie nah man dran steht. Ja, bitte am Anfang. Gut, hier soll ich einen Mark setzen? Hier, klack. So. Weil es ist doof, wenn zwei kommen und dann der eine auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite liegt. Ja, das ist dann echt uncool.
Und ansonsten erkläre ich den Rest einfach zwischendurch. Muss mich nämlich auch erstmal dran erinnern, ewig lange nicht mehr gegen das gute Ding hier gekämpft. Einfach nur auf Mark und die Rote achten. Ja. Ich glaube, ich mache noch einen Meteorschauer. Meteorschauer ist dann halt eben AOE und hier sieht man halt eben auch AOE von Mast. Hier sollte man auch nicht unbedingt reinlaufen. Hier hat einen kleinen Nachhall. Kumi, so hieß die. Jetzt kommen AOEs random auf irgendjemanden. Genau, da sieht man es. Die grünen Markierungen geben an, dass da jetzt eine große AOE gleich runterkommt. In diesem Fall 2. Wenn man weit genug rauskommt, macht nicht so viel Schaden. Ups. Man sollte aber nicht vor dem Boss laufen. Also kein sonderlich schwerer Boss eigentlich. So, ich glaube, das Schwierigste von den ganzen Fights ist sowieso erst ganz später in der Story. Aber so insgesamt fand ich... Nicht sogar auch ein Drache? Nö. Ich meinte eigentlich einen anderen Fight. Aber ich will ihn nicht spoilern. Denn sonst... verplapper ich Story-Twists und das ist uncool. Tod. Wipe. Why? So viele AOE. Hat sich nicht bewegt. So, jetzt ist der Moment, wo man gegen die Flügel donnert. Wenn man ein großes Mark auf dem Kopf hat, sollte man schauen, dass man sich bewegt. Ach kommt Leute, heißt noch lange nicht, dass ihr jetzt hier den gesamten Schaden ignorieren müsst. Es hat 47%, das war schon realistisch. So. Oh, nebenbei, Lilkuh heilt. Okay, vergessen wir das. Ich bleib hier stehen. Oh, hier krieg ich mehr Schaden. Mal einen Schritt zur Seite gehen. Na los, so schwer ist das nicht. Das kriegen wir auch ganz gemütlich hin. Noch nicht rausgefunden, ob Diurnal oder Nocturnal besser ist. Hä? Benz. Kommt auf den Tank drauf an. Achso. Also ich würde an deiner Stelle beim Paladin Nocturnal benutzen. Aber da du den Gelehrten nicht spielst, kommst du wahrscheinlich mit dem anderen besser klar. Vor allem, weil ich hier ständig laufen muss und einfach keine Zeit habe zum Casten. Deswegen sind die Hots ganz gut. Welcher Casten? Genau den, den ich hier nicht sehen kann. Okay, Leute. Vollste Konzentration hier. Du castest jetzt. Ach ja. Vergiss es. Ja, ich bin kein White Mage. Tut mir leid. Ich bin so gewohnt, dass du White Mage bist, dass ich mich echt gerade gefragt habe, warum du für jeden einzelnen Steinhaut castest. Weil ich dich veräppeln will. Ganz einfach. Das auch so, ja komm, zögerst noch weiter raus, Schatz. So, und ich hoffe mal, dass der Heiler jetzt nicht stirbt. Die DD steht jetzt so auseinander, dass ich, egal wo ich die Waage hinsetze, keinen erwische. Maximal einen. No.
Nein. Schön. Jetzt bist selbst du von mir weggelaufen. Wer? Bahania. Deshalb ich halt die Wagen. Ach nee, Quatsch, du hast auch noch gesehen. Juhu. Hab ich nicht mehr gesehen. Alles gut, wenigstens du. Wie sich der Black Mage auch kein Stück wegbewegt. Ne? Ich möchte ihn sterben lassen. Nein. Ich möchte aber. Nein. Das ist nur eine Einbildung. So, und die Flügelphase. Mit Meteorschauer dazu. Fliege ich halt eben den anderen Flügel. Nein. Mit die Ohr schauer, der ganze ist bloß nicht zusammenstehen. Movement ist was für Anfänger. Drinbleiben ist für Pro-Gamer. Ist ein Black Mage. Was sind das für rote Flächen? Oh, Mensch, macht Schaden. Na gut, zu spät. Beim nächsten Mal. Oh, was sind denn diese roten Flächen? Ehrlich. Ich ihn heilen. So leid es mir tut, ja. Hallo. Da schon wieder. Guck sein Life an. Naja, Hauptsache Limit Break, ne? Nein, das war ich. Noch vor hier rausgegangen. Entschuldigung, stimmt, klar. Die vom Dingens wäre ja rund gewesen. Ja, wie gesagt, Movement ist was für Anfänger. Ja. Und genau. Armark ist auch irrelevant. Mhm. Ja, das ist nicht ganz so verkehrt. Also man kann entweder beide zusammenlegen oder getrennt, aber das, was er jetzt gemacht hat, war ja mal so mega fail. Muss ich ihn heilen? Oh, zu spät. Ich meine, ey, ernsthaft, wie der mal ganz dreist in beiden AOEs drin stand, ja? Und anstatt einfach von der AOE wegzulaufen, nein. Ich laufe einfach zwischen beide AOEs, weil da ist der Schaden am geringsten. Hab ich auch so gehört. Naja, erweiterte Physik, ne? Destruktive Interferenz und sowas. Egal, geschafft. Oh mein Gott. Gib mir dein Trinken. Geschafft. Und mal gucken, was kriegen wir denn hier Schönes. Na toll, einen Bogen. Und noch ein Kram, den ich nicht brauche. Blöder Ini. Wir sind im Mittelalter, gilt das. So, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 14. Und der doofste Typ verabschiedet sich erstmal an dieser Stelle. Bis denn.